Since the new year, Western countries have pledged hundreds of tanks and armored vehicles to Ukraine to give it the firepower and mobility to push through Russian lines and recapture territory later this year. Denmark, Germany, and the Netherlands said their Leopard 1 initiative was open to further partners, adding Belgium had shown initial interest to participate. Earlier, the head of German arms maker Rheinmetall said it would send Ukraine 20 to 25 Leopards this year, with the rest of the 88 Leopard 1 tanks it owns in total to be sent next year. The move follows the German government's decision last month, amid mounting international pressure, to deliver more modern Leopard 2 battle tanks from army stocks. Das heißt, man weiß am Ende nicht ganz genau, wie viele Panzer es werden, weil einige Reparaturarbeiten notwendig sind. Aber es sind hohe Stückzahlen, die dort bereitgestellt werden, um die russische Frühjahrsoffensive dann abzuwehren. Gibt es denn einen Fahrplan für die Lieferung der Leopard 1 Panzer? Der Fahrplan ergibt sich aus dem Fortschritt bei der Herstellung oder Reparatur der Wiederherstellung, und in dem Maße, wie die Panzer einsatzbereit sind, werden sie dann Schritt für Schritt ausgeliefert werden. Wir rechnen damit, dass schon im ersten Quartal zweistellige Stückzahlen in die Ukraine geliefert werden können, und wann die letzten Panzer geliefert werden, ist nicht ganz absehbar, aber es sollte ja natürlich möglichst zügig gehen. Wenn Entscheidungen getroffen werden und man rückblickt sagt, naja, nun haben wir sie getroffen, dann hätten wir sie vielleicht auch früher treffen können, dann hat man natürlich einen Punkt. Auf der anderen Seite werden solche Entscheidungen ja nicht im luftleeren Raum getroffen, sondern immer in Abwägung der Situation, der politischen Situation, der militärischen Situation. Und in dem Sinne ist es dann vielleicht auch jetzt müßig zu fragen, ob man sie früher hätte treffen können. Ich hoffe, dass sie gerade noch rechtzeitig getroffen wurde. We discussed the situation on the battlefield, we discussed the diplomatic situation and the results you can see on the ground with the decision taken by the German government today that we also bring the old Leopard battle tanks to Ukraine. This is something like 170 battle tanks that are available and that should now reach the Ukraine in due time. Letzte.